Ich habe keinen Bock mehr auf Schnick, Schnack, Schnuck. Deswegen gehen wir jetzt einfach in irgendein neues Level. Und das haben wir auch hier. Gut, Schlüsselblume ist das nächste Level bei Let's Play Paper Mario Color Splash. Ja. Ob das jetzt was wird? Also, ob das sich wieder gut bewegt hier, der Mario? Ja, sieht nicht ganz so aus, weil mein Joystick auf dem Gamepad ja irgendwie nicht mehr ganz komplett will. Und what the fuck ist das für eine Fahne? Das sehen wir auch schon in Farbstern. Hä, WTF? Das sind zwei. Hier wohnt der Professor. Der Professor studiert Fossilien und andere alte Dinge. Jemanden wie ihn nennen wir im Fachjargon ein Urgestein. Aha. Okay, das sind Farbflecke. Aber was ist das hier? Da ist noch was. Aber wir kommen nirgendwo hin, außer in das Haus. Willkommen zurück, Professor. Ich habe die blauen Kisten genauso angeordnet, wie Sie wünschten. Oh, du bist nicht der Professor. Wie kann ich helfen? Ich bin nicht sicher, wir müssen wohl mit dem Professor sprechen. Wir suchen nämlich nach den verlorenen Farbsternen und es ist eine ziemlich lange Geschichte, aber einen konnten wir vom Vorgarten des Professors aus sehen. Sind die Farbsterne denn so alt? Denn der Professor interessiert sich hauptsächlich für sehr alten Kram. Ihr wisst schon, Fossilien, Ruinen, sowas halt. Nun ja, und sein Katharinchen, das geht ihm über alles. Da fällt mir ein, der Professor ist gerade mit Katharinchen in den Mammutbaum vorausgegangen. Aber sie sind schon sehr lange weg. Ehrlich gesagt mache ich mir langsam etwas Sorgen. Sollte ich etwas unternehmen? Einen Suchtrupp organisieren? Nein, mein erster Instinkt war richtig. Einfach hier stehen bleiben und auf das Beste hoffen. Ja, macht es. Kommen wir das durch? Ich muss nämlich in den Garten. Ah. Was the fuck? Hier sind Spuren von Katharinchen. What the fuck? Und hier sind auch Farbflecken. Mit einem Hammer. Kommen ganz schön viele Karten raus irgendwie. Ja, vielleicht umdrehen. Als ob sogar bei sowas ein Pilz rauskommt. Das Röhre. Dann nehmen wir den schnell mit und gehen dann nochmal gleich rein. So. Wenn wir schon so einen einfachen Farbstand finden. Ich brauche keine Farbe mehr, also passt. Müssen wir den noch auch gleich mal mitnehmen, weil so schwer war der jetzt nicht. Er schaltet sogar einen neuen Level frei. Wie viel haben wir nicht schon eingefärbt? 64. Easy. Gut, dann holen wir jetzt noch den zweiten Stern. Gut, Schlüsselblume. Was ist denn das für ein Name, Mann? Das verstehe ich nicht. Hansel? Ja, mein Joystick, danke. Wie schafft er es nur, seine Arbeit so zu erledigen, wenn er einen so großen Stachel auf seinem Schreibtisch stehen hat? Weiß ich nicht. Zumindest ist alles eingefärbt. Was hat denn der Tod zu sagen? Das hier ist Katharinchens Kuschelkammer. Der Professor besteht darauf, dass ich es so nenne. Tue ich es nicht, kürzt er mein Gehalt. Alles klar. What the fuck? Ach, da kommen wir zum zweiten Stern. Aber hier fehlen noch Farbflecke. Da ist noch was.
Oh, ein großer Farbfleck. Ja gut, jetzt sind wir wieder hier. Aufs Dach. Hä? Okay. Was muss ich hier machen? Ein Schwein? Ein Sparschwein, so wie es aussieht. Okay, alles klar. Ein Dings haben wir einfach so easy gefunden. Sparschweinkarte erhalten. Das enthaltene Kleingeld kann nach dem Aufbrechen sogleich in den Erwerb des Folgemodells investiert werden. Ich weiß nicht warum, aber okay. Hier ist so ein Fragezeichen. Eine Feuerlöscherkopie. Ja, aber was bringt das mir jetzt da drin? Was ist denn das? Wie soll ich denn da hochkommen? Maximal aus dem Fenster, aber da kommt man nicht hoch. War genau Y, so hieß es. Ja, ja, ja. Ich wollte es auch machen, aber ich habe Knopf vergessen. Ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Ah. Nee. Nee, nee, das muss. Verarschung. Hä? What? Was ist denn? Ich kapier es nicht. Hast du schon mal versucht, dann zu drücken, was an dieser Scheune kommt? Mir verdächtig vor, als würde es nicht ganz zusammenpassen. Ich kapier's nicht, was mache ich falsch? Bist du der Fahne, genau. Aber da muss doch. Hä? Alles klar. Mach jetzt 10 Minuten rum oder was? Das ist ja nicht mehr normal hier. So. Schnell zum Ziel laufen. Aber was habe ich da? Ich habe es doch so gemacht, oder nicht? Komisch. Haben wir nicht 100%. Ha, easy. Okay, das war ein leichtes Level. Alle Farbstellungen 100%. Nice. Gib mir alles. Oh Gott, ja, der sammelt halt nicht ein. Wenigstens mein scheiß Joystick, ey. Und nochmal ein neues Level. Okay. Och nö, nochmal eine. Ich habe nicht mal eine geschafft bis jetzt. Farblos Flecken. Ja, 100%. Gut, dann machen wir weiter mit Kupfer Canyon. Da gibt es nur einen Farbstern. Und einen Zug, so wie es aussieht. Schauen wir mal. Ah, guck mal an. Ein Toad mit einem Zug. Der Lokführer Toad. Ich
ich mal nur schnell die Farbflecken da machen. Ich glaube, da geht's groß weiter. Hier führen die Glasnut in die leere Ereignislose Wüste Mare. Da müssen wir nicht unbedingt hin. Ach so, okay. Hallo Mario, sieh dir doch das mal einmal an, ja? What? Wir haben da eine wichtige Entdeckung gemacht. Jetzt müssen wir ganz vorsichtig sein, wenn wir es ausgraben, genau wie der Professor gesagt hat. Hier hat es auch was mit dem Professor zu tun. Hä? Ah. Mit einem Sprung, aber jetzt reden wir mal mit diesem Toad. Oh, hallo Mario. Du hast die Neuigkeiten wohl noch nicht gehört. Meine geliebte Lokomotive soll aus dem Verkehr genommen werden. Es ist schon traurig, aber dass sie nun auf dem Abstellgleis landen soll. Aber nichts hält ewig, nicht wahr? Ja, das ist traurig. Was hast du zu sagen? Sieht dieser antike Zug nicht großartig aus? Ich könnte den ganzen Tag hier stehen und ihn bewundern. Es wäre so toll, ihn in Bewegung zu sehen, aber er hat sich noch keinen Zentimeter bewegt. Dem Fahrplan nach sollte der Zug zum Terrakotta-Tempel weiterfahren. Naja, ich werde einfach weiter warten und ihn bewundern. Macht es. Wenn es dir Spaß macht. Ha, ich wusste es. Rein kann man aber nicht. Danke. Aber wie komme ich jetzt da hoch? Oh, fuck. Nein. Geh da hoch. Färbt es um. Färbt es um. Thank you very much. Und Nama. Wir kriegen ganz schön viele Karten. Was ist denn, dass ich wieder nur dann über, meine Fräse rangehe? Tut mir leid, aber hier ist der Zutritt verboten, außer du hast eine Erlaubnis. Weißt du, wir haben ein sehr seltenes Fossil gefunden. Da darf hier nicht einfach jeder nach Belieben herumlaufen. Wenn man sich nicht auskennt, trifft man vielleicht auf einen uralten Knochen und alles, was war vergebens. Dann sehen wir ziemlich alt aus. Wenn du dich trotzdem umsehen willst, sprich mit dem Professor. Zurzeit geht er auf gut Schlüsselblume seinen Forschungen nach. Oh, wie frustrierend. Wenn mir jemand sagt, dass etwas verboten ist, will ich es nur umso mehr tun. Außerdem rieche ich ganz deutlich, dass ich hier irgendwo einen Farbstein befinde. Komm schon, fragen wir diesen Professor, ob wir uns auf seiner Ausgrabungsstätte umsehen dürfen. Ja, aber der ist doch weg. Ups. Der ist doch gar nicht deine, Professor. Oder so jetzt da? Anders kommen wir auch nicht da hoch. Ja, wir müssen. Dann schauen wir nochmal nach. Vielleicht ist er ja jetzt da. Wenn er nicht da ist, müssen wir ins andere Level. Ich weiß nur, dass der Professor McKinney... Mammutbaumforst. So, wenn so das nächste Level heißt, müssen wir da hin. Weil ich wusste, dass er noch nicht da ist. Dann gehen wir zum Waldlevel. Das Mammutbaumforst heißt oder so. Dann sind wir richtig. Ja, Mammutbaumforst. Zwei Grünsterne. Farbsterne. Da gehen wir hin. Da sind wir richtig. Da muss auch irgendwo der Toad mit Katharinchen sein. Mal schauen, ob was passiert ist. Wäre ein bisschen blöd. Gumbas können wir ja sofort töten. Ja, ich bin zu blöd dafür. Dann lassen wir halt jetzt kämpfen. Mit einem Hammer soll das erledigt sein. Wie war das A-Drücken? Jawohl.
ich vergesse schon die von dann schon die Steuerung. Ist ja voll traurig. Gumba-Karte halten, neu. Was? Wir hatten noch nie eine. Oh, alles klar. Das ist ein Toad. Ich will sammeln, aber der bewegt sich so schlecht. Ich habe den Professor und auch Katharinchen hier vorbeikommen sehen. So klein und flink wie sie ist, konnte sie wohl aus ihrem Halsband schlüpfen und ausbüchsen. Der Professor ist jedenfalls hinter ihr her gewesen, aber ich konnte nicht sehen, wo sie hingelaufen sind. Dann schauen wir mal nach. Das sieht nice aus. Als ob da nichts ist. Alles klar. Riesenfahrfleck. What? Großer Sprung. Was geht hier vor sich? WTF? Das ist schon nicht creepy. Hier ist alles so groß. Sag mal, Mario. Bilde ich mir das nur ein oder stimmt das? Ich sehe rechts was. Schon in diesem Wald irgendwas nicht. Ich kann... Mami, ich kann aber nicht genau sagen, was es ist. Ich kriege gerade einen Vorschuss irgendwie. Oh Gott! Ein Riesen-Paper-Gumba. Das sieht ziemlich nice aus. Ah, ich hab's! Alles ist riesig! Nö! Oh Gott, oh crap, oh nein, oh Gott. Jetzt habe ich Angst. Oh nein, oh Gott, deswegen. Was geht hier vor sich? Ich habe einen großen Sprung bekommen. Brauchen wir aber nicht. Hoffe ich. Was zum Teufel? Crap! Ich bin tot. Da, 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 da. Wenn man da noch ein bisschen Schaden wird. Fuck. Nice. Ja, das reicht, oder? Boom. Ja, ja, ja. Wenn wir nochmal zweimal Exzellenz schaffen. Ich bin dumm. Nein, ey! Was? Ich habe das davor auch schon geblockt, aber verliere trotzdem so viel. Oh, nee. Kein Doppelsprung, ja, habe ich. Wer weiß, ob ein Sprung reicht. Nein! Zweiten Sprung verschwendet. Egal, wir haben heftig viel KP verloren, aber der Gumba ist krank. Der gibt eine Münze und so ein Ding. Wie bitte? Wie bitte? Nee. Die Münzen geben auch nur eine Münze. What the fuck? Ja, genau. Ist alles riesig. WTF, verpiss dich. Neues Level, Alter. Oh Gott, das will noch kommen. Da geht's weiter. War das ein Fehler, die zu zerstören? Fuck. Du siehst mich nicht. Nein! Piss dich! Dun, 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 dun. Du bist so krank! Das haben wir nicht. Keine Ahnung. Immer Sprung. Ja. Was kann ich eigentlich mehr teilen? Was ist das? Ja, noch.
Als ob. Ja, alles klar. Da, 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 da. Habe ich vielleicht noch mal einen Doppelsprung? Ja. Ich glaube, ich kaufe mir mal welche. Ich glaube, nötig. Komm. Jawohl. Gut, dann war's das für diesen Part. Wir machen im nächsten Part dann hier im Wald weiter, im Gigantowald. Und ja, wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, euer T-Gamer. Und ciao.